bei uns Michael Hohmann. Diese Woche haben wir zwei Torkanaden der Woche. Ja, die erste steht bei uns. Michael, du hast 6 Tore geschossen am Wochenende gegen Rosbach für den SV Wölf. Hast du schon mal so viele Tore in einem Spiel geschossen? Nee, bisher noch nicht. Mir sind immer 2 Fünferpacks gelungen, aber der Sechserpack war das der erste. Ja, du bist ja der absolute Top-Torjäger. Ich glaube, du hast mal in einer Spielzeit 50 Tore geschossen. Was schätzt du ungefähr, wie viele Tore hast du schon in deiner Karriere für Wölf geschossen? Ja, ich denke mal so 200 bis 250. Bei so vielen Toren gab es auch schon mal Anfragen, hört lasse ich? Ja, die Anfragen waren da, aber beim SV Wölf fühle ich mich wohl. Also ist keine Option für dich, okay. Jetzt hast du schon 14 Saisontore in dieser Saison erzielt. Was hast du dir für ein persönliches Ziel gesetzt und welches Ziel setzt du dir mit der Mannschaft? Ja, mit der Mannschaft wollen wir nicht wieder da unten reinrutschen. Mittelfeldplatz wäre ganz gut. Und als persönliches Ziel, denke ich mal, 30 Tore werde ich dieses Jahr mal knacken. Bei uns ist David Heil, die zweite Torgranate der Woche. Der erste Defensivspieler, der die Wahl gewonnen hat, das ist für dich eine besondere Ehre? Ja, besonders, weil ich eigentlich normal nur zweite Mannschaft spiele. Und bin durch die Verletzten-Miserie, die wir haben im Moment, bin ich da in die erste reingerutscht und ja, hat mich sehr gefreut. Jetzt hast du am Wochenende gegen Weyers ein Riesenspiel gemacht. Kannst du mal 1, 2 Sätze zu sagen? Ja, ich habe vor der Abwehr direkt gespielt und sollte eigentlich die Räume zulaufen und ja, es ergaben sich Möglichkeiten nach vorne und bin ich dann bei jedem Freistoß bin ich mit nach vorne und dann hat es bei dem einen halt mal geklappt. Was hast du dir für Ziele gesetzt? Dies Jahr persönlich bist du ja schon ein bisschen reingerutscht in die erste Mannschaft. Ja, in der ersten weiterhin auszuhelfen, solange wie es geht. Und Hauptziel eigentlich, dass wir mit der zweiten nicht absteigen. Falls ihr jemanden kennt, der am Wochenende ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht habt, schickt uns einfach einen Namen ab für kurze Mail, info@torkanade.de und mit einem bisschen Glück steht ihr nächste Woche neben mir.